Ja, hallo und so und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play The Rise of the Tomb Raider. Was ist mit meiner Maus los? Hallo! Okay, schaut gut aus, funktioniert. Ich habe letztens die Aufnahmesession beendet und jetzt neu gestartet und bin aber komischerweise wieder im Lager. Und nicht da auf der Klippe, wo wir letztens waren. Wo war das? Zap, genau. Ich habe da herum habe ich gespeichert. Und da sind wir wieder. Na toll. Das heißt, wir dürfen uns da wieder durchfretten, weil da müssen wir her. Müssen wir eigentlich schaffen. Hätte ich gesagt. Schauen wir mal. Gut. Was wir schnell schauen, ist ins Inventar, ob wir irgendwas machen können. Ja, Waffen-Upgrade. Beim Bogen, sehr geil. Sehr, sehr geil. Was haben wir da? Gewickelte Sehne. Die Haltezeit wird besser. Naja. Hilft's nicht, schaut's nicht. Sorry. Dann schauen wir mal. Und Gurke schreibt mich an. Na, jetzt kann ich gerade schlecht antworten. Jetzt schauen wir mal, wir müssen uns auf alle Fälle mal wieder vorbeischleichen bei den ganzen. Okay, da waren wir schon mal. Das haben wir schon mal gehört. Uch! Schauen wir mal, da sind wir jetzt da herunter. Das heißt, wir halten uns da unten eher rechts. Was ist das? Sind wir nicht da, oder? Nein, da geht's in die Höhle. In die Höhle wollen wir nicht. Wir wollen da hinten runter. Ich mach das trotzdem wieder auf Stealth, also ich schau das mit. Ja, ja. Oder wir killen den einfach. Kann man da nicht was looten? Plündern? Okay, voll. Sehr schön. Schauen wir weiter. Also wir wollen nicht in die Höhle. Da drüben ist einer. Ja, der Weg war gut. Nur da drüben steht einer, bei dem müssen die dann vorbei. Um Gottes Willen. Hatze! Wende ans Funkgerät, versucht die Anlage reinzukriegen. Beim letzten Signal wurden sie angegriffen, dann kam nichts mehr. Das war kurz nachdem uns die Einheimischen bei ihnen erwischt haben. Dann kam ihr Rückzug von der Anlage. Das war eine organisierte Finte. Ja, wir sind fast da, aber wir müssen. Sie wollen uns auf. Scheiße. Die Spionage-Crew hat das versaut. Das sind keine Bauern. Ja, das ist Guerillataktik. Die wussten, dass sie das Funksystem angreifen müssen, sobald wir hier waren. Shit. Wir brauchen ein Aufstandsbekämpfungsprotokoll. Das sprengt den Zeitplan. Konstantin wird nicht begeistert sein. Ist aber besser, als sich im Dunkeln abknallen zu lassen. Gut, also das ist wahrscheinlich der Weg, den, der schwierigere Weg. Ah, das mag ich glaube ich nicht. Ich mag aber auch meine Giftpfeile nicht verschwenden. Und ich hab Angst, wenn ich den da abknall, dass ich. Okay. Puh! Drüben ist auch einer. Aber das ist der, der was umdreht, oder? Wenn ich da jetzt eine falsche Bewegung mache, dann bin ich tot! Geh halt! Nicht da stehen bleiben! Brav! Könnte ich schon eh in eine andere Richtung, dann rennen wir wieder um. Das heißt. Wir müssen da. So, auf. Irgendwie bin ich da jetzt leicht verwirrt. Wir sind da her.
Schauen wir mal, ob wir diese Kuh. Ja, wo war die denn da? Der Schiers? Angriff, wir werden angegriffen! Durchsuchen und säubern! Okay. So viel zu dem, ich mach das auf die Guerilla-Taktik. Ich bin nicht gerade von der Metzler. Roar. Okay. Können wir da vielleicht noch ein bisschen Sachen plündern? Was? Wir müssen irgendwo. Können wir da rauf? Nein, da nicht. Wo war denn da der Eingang? Der muss doch da irgendwo sein. Schauen wir nochmal nach. Es war da noch ein Stück um. Das war doch genau da. Ah, da geht's rauf. Oder? Nö. Aber. So ein Scheißdreck. Lara, tu nicht so deppert. Kann ich mit dem Zeug irgendwas tun? Nein. Interagieren ist nicht. Aber. Seil ist. Ah, da komm ich auf. Wie sind die jetzt eigentlich mit den Giftpfeilen? Hab jetzt du Giftpfeile? Vor allem, wie wähle ich die aus? Und wo ist der Bär? Verdammt, er ist noch da. Das war mir klar, dass der noch da ist. Können wir wieder ein bisschen was plündern? Seht's nicht? Besiege den Bären. In der Höhle. Hilfe! Angst, ich hab. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, wie ich den Bären besiegen soll. Schauen wir mal. Ich werde sicher verrecken. So, zwei Schwammerl mitgenommen. Zu eng zum Kämpfen. Ich locke ihn raus. Ja, toll. Also. Achso, ich lebe noch. Ich lebe noch immer. Ich lebe noch immer. Dreh dich halt um, du Biatsch!
Alter, wie, vorher hat er mich auf einmal gefressen und jetzt auf einmal ging das ohne Probleme, oder was? Jetzt bin ich aber tot, oder? Nein, bin ich nicht! Laura, du bist der harte Sau! Hilfe! Au! Ich muss... Geht schon, töte ihn! Geht schon, hau drauf, hau drauf! Was? Yes! Bear Hunter! Was? Okay. Alter! Da müsst ihr jetzt Zeug rauskriegen. Das war jetzt definitiv einer der schlechtesten Kämpfe ever. Aber... Was tust du denn deiner Angst? Aber wir haben's geschafft. Ich bin stolz auf mich. Und zwar so richtig stolz auf mich. Na, wir müssen nicht einige... Beziehungsweise, was ist denn auf der anderen Seite? Hätte ich mich da irgendwo, ich hätte mich da nirgends verstecken können, oder? Ich meine, das hätte ich vorher wahrscheinlich abchecken sollen. Aber da komme ich eh nirgends drauf. Ah, da haben wir noch ein bisschen Halbholz. Nehmen wir natürlich auch mit. Wir haben ganz schön was verbraten jetzt. Da, Schwammerl. Das sind sicher auch kein Füller. Nein, da komme ich eh nirgends drauf. Also von dem her. Und auf der Map wird man da trotzdem. Es gibt viele Wege nach Rom, aber wo ist der zweite? Das war halt wahrscheinlich da durch, aber das schaut jetzt nur eher unpassierbar aus für uns. Ah, ist egal. Muss ja nicht sein. Dann rennen wir mal weiter. Vielleicht nicht ganz schnell. Weil wir da irgendwas noch haben. Schau, Schwammerl. Aha, voll. Ja, aber kann ich nur. Kann ich mir nicht nur irgendwo... Nein, craften kann ich eigentlich nicht drin. Okay. Wir haben zumindest einmal... Zumindest nur ein bisschen Ding gecraftet, ein paar Pfeile. Dann haben wir Blätter gekriegt. Verarzt müssen wir uns nach dem Kampf natürlich nicht, weil wir sind ja Imber. Haben wir auch was herin. Da sind viele Kisten. Okay. Neue Ausrüstungsteile, aha. Können wir da noch was mitnehmen? So was schmeckt irgendwem. Ha, Schriftrolle! Lesen! Der Prophet und seine Anhänger sind im Schutz der Nacht gereist. Auf einem gewundenen Pfad entlang der Grenze des östlichen Reiches. Ich weiß nicht, wohin sie wollen, und ich vermute, sie wissen es auch nicht. Aber sie wissen, dass wir sie jagen, bis die Ketzerei ausgelöscht ist. Das Gesindel im Grenzland gibt ihm Unterschlupf. Und ich finde es seltsam, dass mir keiner, der ihm geholfen hat, etwas von Belang sagen will. Selbst wenn ich mit dem Zorn Trinities drohe oder ihnen ein Messer an die Kehle halte, schweigen sie weiter. Sie sterben, ohne zu verraten, was sie wissen. Der Prophet hat eine seltsame Macht über andere. Noch ein Grund, ihn zum Schweigen zu bringen. Ja, ist jetzt der Prophet tot oder ist er nicht tot? Die einen sagen dies, die anderen sagen dies. Schon langsam kenne ich mich gar nicht mehr aus. Jedenfalls haben wir da wieder einen Durchgang, den wir öffnen dürfen. Öffnen können. So, was ich geil finde, ist, die Steine fallen runter und sind weg. Das hätte es vielleicht ein bisschen anders zu lösen können. Irgendwas herber davon, das ist eine Eishöhle, oder? Entlegene. Ach Gott, wo sind wir denn da jetzt? Na ja, gut.
können wir einfach aufhupfen. Na, doch können wir nicht aufhupfen. Oder? Doch können wir. Okay. Okay, dann haben wir jetzt oben vielleicht irgendwas übersehen. Schauen wir nochmal auf. Die Rutschpartie ist relativ. Ha, 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 ha. Okay. Lesen wir gleich mal, vielleicht mal weiß ich nicht. Der flüchtige Prophet hat das Reich verlassen und bewegt sich nach Norden. Ich bin jetzt in unbekanntem Gebiet. Der Trinity-Orden war deutlich. Ich soll dem falschen Propheten und seinen Anhängern ans Ende der Welt folgen und die Ketzerei auslöschen. Ich wollte ihn vor Monaten eingeholt haben, aber er entkommt mir. Er durchquert das Land der Chasaren und den Kaukasus. Hier bin ich im Nachteil. Ich spreche ein Dutzend Sprachen des Reiches, aber im Hinterland kann ich oft lediglich mit dem Schwert kommunizieren. Der Prophet, so scheint es, spricht jede Sprache wie seine Muttersprache. Ja, falscher Prophet oder richtiger Prophet? Ich nichts verstehen. Jetzt schauen wir doch nochmal schnell auf die Karten. Ist das der richtige Weg? Ich sehe nicht, dass ich da oben hupfen kann und mich da drüben festklammern. Ich bin von da oben runtergerutscht, dann machen wir das schnell mal. Ich mag ehrlich gesagt nicht ins Wasser fallen, aber von da genau da sind wir runtergerutscht. Da können wir da praktisch nicht wieder zurückklettern. Ja. Genau, da waren wir. Rutschen wir da wieder runter. Upp, da hat was geglitzert. Oder? Ah, es hat getäuscht. Gehen wir mal den normalen Weg weiter und schauen mal, was passiert. Ins Wasser mag ich nicht unbedingt, das ist mir zu kalt. Aber da. Es wird enger, zum Glück bin ich so schlank. Schwester, what the fuck? Es wird echt kalt. Das glaube ich da. Nee, da muss ich da ins Wasser. Ach Gott. Und wir haben nichts anderes zum Anziehen. Rechte Maustaste halten zum Tauchen, das war mir irgendwo klar. Rechte Maustaste loslassen zum Auftauchen. Ah, echt? Schauen wir da schnell um. Was findet man da Schönes? Okay, da haben wir ein bisschen Zeugs und ein bisschen Kiste. Eine Peisa diente als eine Art Ausweis. Wer sie besaß, konnte im Namen des Mongolischen Reichs sprechen. Okay. Schaut jetzt eher unspektakulär aus. Aber wir werden es wahrscheinlich irgendwo zu brauchen. Gut, dass wir uns alles so genau anschauen und nichts auslassen. Es ist zwar dann ein bisschen langwieriger, aber wie gesagt, ich möchte ja, ist ja für mich das erste Mal das Spiel, dass ich das spiele. Und ich möchte ja nichts auslassen. Es ist brennt. Ich weiß nicht, ob das gut ist, dass da Feuer brennt. Ah, Lager! Geil! Dann schauen wir gleich mal, was wir machen können oder ob wir was machen können. Fähigkeiten hin und mal Leiche machen. Okay, wir haben einen Fähigkeitspunkt. Explosionen weiß ich nicht. Setzen Sie in ausreichend Feinde. Ohne Rüstung zu. Außen Gefechten. Feinde, die durch lauter Kills erlegt wurden, werden automatisch geplündert. Das brauche ich im Prinzip. Ah, nicht erhöht die Ziel. Das ist vielleicht ganz interessant. Das ist vielleicht auch ganz interessant. Das braucht man nicht. Also, ich glaube, ich werde wieder auf Jäger gehen. Schnelles Herstellen von Munition. Finde die durch die Hunde. Bringen mehr EP. Bomben herstellen, das war natürlich auch geil. Laden die. Erhalten Sie Bonus EP. Dokumente. Aber was natürlich geil war, das ist das mit die Bonus-EP. Mit dem weiten Oberfallen. Aber ich glaube fast, ich gehe ein bisschen mehr aufs Kämpfen.
Na, ich glaube, das mit. Das ist vielleicht was interessant. Die Artenkontrolle. Sind wir sonst noch was da? Inventar haben wir irgendwas. Munition. Giftpfeile können wir. Ah, haben wir! Ah, was? Ich hab vielleicht nur Giftpfeile momentan. Kosten. 9. Ach Gott, das geht ein bisschen aus. Ist ja egal. Ist ja egal. Schnelles Reisen. Aha, da haben wir ein Ziel verfügbar. Ah, da können wir dann praktisch zwischen die Lager hin und her jumpen. Ja, das brauchen wir aber momentan noch nicht. Jetzt sind wir eh noch da unterwegs. Und das war's. Jetzt schauen wir mal weiter. Okay, na, wisst ihr was? Andere, gut, quietscht zurück. Feuer, ein bisschen aufwärmen. Wie gesagt, das war's nämlich für diesmal. Für diese Runde, let's play The Rise of the Tomb Raider. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Däumchen wäre natürlich auch nicht zu verachten. Und wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch was. Tschüss mit euch und ciao mit euch.